Tobi, wie ärgerlich ist die Niederlage? Oh, ich weiß gar nicht. Also natürlich ärgert es, wenn wir verlieren, aber ich muss auch sagen, wir haben heute echt gut gespielt. Coburg ist einfach auch ein designierter Aufsteiger und mit unserer Leistung heute können wir zufrieden sein, obwohl wir natürlich gerne auch gewonnen hätten. Was sagst du zur Stimmung und zur Halle? Ist schon was anderes, oder? Ja, ist schon brutal. Das ist erstligareif. Also gefühlt 3000 Zuschauer drin, also Stimmung, alles was du so siehst, das ist schon eine ganz, ganz, ganz große Klasse. Was meinst du, woran hat es gelegen heute, dass es am Ende dann doch nicht gereicht hat? Oh ja, wir haben am Schluss vielleicht ein paar Bälle weggeschmissen, aber ja, mit 25 Toren wird es schwierig. 27 ist eigentlich auswärts sogar in Ordnung, nur zu kassieren. 25 sind vielleicht zu wenig, aber ich wüsste jetzt noch nicht genau, woran es gelegen hat, weil es war einfach eigentlich ein geiles Spiel. Lukas, du guckst ganz enttäuscht. Bist du mit dem Spiel deiner Mannschaft nicht zufrieden gewesen? Doch, zufrieden sind wir auf jeden Fall, glaube ich. Trotzdem, nach 60 Minuten Kampf will man natürlich so ein Spiel auf jeden Fall mit einem oder mit zwei Punkten, will man damit wieder nach Hause fahren. Das hat heute leider nicht geklappt, aber ich glaube, wir haben 60 Minuten gekämpft und hätten mindestens einen Punkt heute verdient gehabt. Habt ihr hier gegen Erstligateam verloren? Absolut, ich glaube, der ganze HSC Coburg hier, das ist relativ professionell aufgezogen. Es ist eine super Halle, volle Halle, tolle Atmosphäre. Die haben eine super Mannschaft und stehen auf jeden Fall die Saison zurecht auf Tabellenplatz 2 oder 3.